Ich könnte wetten, oder ich vermute es zumindest ziemlich stark, dass die allermeisten von uns sich irgendwann mal schon mal diese Frage gestellt haben: Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Wie kommt es dazu, dass ich so bin, wie ich halt bin? Häufig stellen wir uns vielleicht diese Frage, wenn uns mal etwas nicht so gut gelungen ist oder wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Wie kommt es eigentlich zu, dass ich das so versaut habe? Oder aber wenn wir irgendwie Unterschiede zwischen uns und einem anderen Menschen wahrnehmen, feststellen, wenn wir zum Beispiel eine gewisse Zeit lang in einer anderen Kultur leben und dann feststellen, oh, ich bin ja ein bisschen anders als die Menschen, die hier vor Ort leben. Mir ging es zumindest so, als ich ein halbes Jahr mal in Südamerika verbracht habe und dann gemerkt habe, oh, ja, die Menschen handeln anders, reagieren anders, als ich das so gewohnt bin in gewissen Situationen. Manche lächeln, weil sie aus Südamerika kommen. Aber auch vielleicht in so normalen Situationen im Alltag, in denen wir einfach mal so reflektieren und darüber, über unser Handeln und darüber ins Nachdenken kommen. Warum bin ich so, wie ich bin? Und der Weg, diese Frage zu beantworten, führt dann häufig in unserem Leben so in eine Rückschau. Was hat mich geprägt? Wie habe ich mich entwickelt? Welche Einflüsse waren entscheidend? Welche Denkweisen waren wichtig? Welche Werte halte ich für hoch und welche auch nicht? Und das ist alles gut und wichtig, dass wir da vielleicht auch mal so tiefer reinschauen in unser Leben. Es gibt aber auch noch einen Faktor, einen vielleicht ganz einfachen Faktor, den wir in so einer Reflexion über diese Frage schnell übersehen, nämlich einfach unsere Gewohnheiten. Die Dinge, die wir Tag für Tag tun, die guten und die schlechten Gewohnheiten. Was sind Gewohnheiten? Was sind Gewohnheiten? Gewohnheiten sind die Dinge, die ich Tag für Tag, Woche für Woche, vielleicht auch Monat für Monat tue. Es sind die Dinge, die ich nicht hinterfrage, die einfach ganz selbstverständlich ich tue. Gewohnheiten sind Dinge, die ich tue, weil ich sie eingeübt habe, weil sie einfach ganz normaler Bestandteil meines Lebens sind, die ich so lange eingeübt habe, bis sie für mich völlig selbstverständlich sind. Das sind Gewohnheiten und darum geht es in dieser Predigtserie. Und in diesem Jahr trägt der Titel für unseren Jahresfokus, das heißt verschiedene Gedanken, die wir uns in diesem Jahr machen. Der Titel für diesen Jahresfokus ist Komm, sei und geh. Das heißt, es geht um den Weg der Nachfolge mit Jesus, dass wir unterwegs mit Jesus sind, dass wir zu ihm kommen, uns für ihn und den Glauben an ihn entscheiden, dass wir bei Jesus sind, das heißt von ihm lernen und uns von ihm prägen und verändern lassen und dass wir hinausgehen und anderen auch von Jesus erzählen und was er in unserem Leben getan hat. Und diese Predigtserie, die wir jetzt haben, diese dreiteilige Serie, die ist verknüpft mit diesem Jahresfokus. In dieser Serie soll es nämlich darum gehen, aufzuzeigen, dass, aber auch wie wir durch konsequente kleine Gewohnheiten in unserem Leben Jesus ähnlicher werden können. Oft, und davon sind wir überzeugt, sind es nämlich diese kleinen Verpflichtungen des Alltags, die sich am Ende zu den großen Ergebnissen summieren. Wenn nämlich diese Verpflichtungen zu einem regelmäßigen Bestandteil unseres Lebens werden. Gewohnheiten können uns also Jesus ähnlicher machen. Und heute geht es deswegen in dieser ersten Predigt dieser Serie um die Frage, wie können Gewohnheiten mein Leben prägen? Und warum tun sie das? Welche Kraft haben Gewohnheiten? Warum können sie mein Leben so stark prägen und welche Auswirkungen haben sie dann auf meine ganz konkrete Lebensführung? Es gibt im Buch der Sprüche einen Vers, der die Auswirkungen und die Kraft der Gewohnheit ganz treffend auf den Punkt bringt. Sprüche 22, Vers 6. Gewöhne einen Knaben, also einen Jungen, das ist jetzt hier von Luther so übersetzt, an
Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Man könnte meinen, es ist nur ein Vers über Kindererziehung. Ja, es ist auch ein Vers über Kindererziehung, nämlich Kinder frühzeitig gute Dinge beizubringen, damit sie diese ganz tief verinnerlicht haben und damit ein gelingendes Leben führen können. Total wichtiger und guter Vers. Es ist aber nicht nur ein Vers über Kindererziehung, sondern es ist auch eine Weisheit für unser Leben, für unsere Lebensführung. Die Weisheit aus diesem Vers lautet nämlich, wir werden zu dem, was wir immer wieder tun. Wir werden zu dem, was wir immer wieder tun. Und das ist eine Weisheit, die es auch in die Sprichwörter unserer Sprache geschafft hat, oder? Also vielleicht kennt ihr das ein oder andere Sprichwort, Übung macht den Meister. Oder es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder einfach früh übt sich, wer ein Meister werden will. Wir wissen ganz genau, dass es viele ganz kleine Schritte braucht, um zu einem erstrebenswerten Ziel zu kommen. Es braucht Übung, die gute Gewohnheit, um zu einem Ziel zu kommen. Es geht nicht von heute auf morgen. Und umgekehrt gilt das Gleiche. 1. Korinther 15, Vers 33. Täuscht euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Paulus zitiert hier einen Dichter aus Athen, einen Komödiantendichter Menander, um deutlich zu machen, dass wer sich ständig schlechtem Einfluss aussetzt, dass diese Person nicht unberührt davon bleibt. Er wird davon beeinflusst, er oder sie. Es wird abfärben, indem gute Gewohnheiten, gute Sitten, die man sich eigentlich angewöhnt hat, mehr und mehr zurückgedrängt werden. Sean Covey, der sich wie sein Vater Stephen Covey mit dem Thema Gewohnheiten ganz viel auseinandergesetzt hat, befasst hat, auch dazu Bücher verfasst hat, fasst die Auswirkungen der guten und schlechten Gewohnheit folgendermaßen zusammen. Unsere Gewohnheiten machen uns aus oder brechen uns. Wir werden zu dem, was wir immer wieder tun. Das, was wir tun, hat eine enorme Kraft auf unser Leben. Gewohnheiten üben eine enorme Kraft auf unser Leben aus. Und so kommt es ja auch dazu, dass wir Menschen nach ihren Gewohnheiten benennen. Ja, wir reden davon, dass er ein Frühaufsteher ist, weil er früh aufsteht. Oder dass sie eine Langschläferin ist, weil sie lange schläft. Dass sie ein Bücherwurm ist, weil sie viele Bücher liest. Oder er ein Messi ist, weil es Ordnung nicht so wichtig ist. Wir reden davon, dass er ein Fitnessfanatiker ist, sie ein Couch-Potato. Dass er ein Klatschmaul ist, sie eine Ordnungsfanatikerin. Und so benennen wir Menschen auch nach ihren Gewohnheiten. Manchmal ist das zutreffend, manchmal nicht ganz so. Aber wir merken, dass es schon so Tendenzen gibt im Leben. Und es macht genau diese Weisheit deutlich. Wir werden zu dem, was wir immer wieder tun. Was wir immer wieder tun, prägt unsere Persönlichkeit und wird zu einem Charakterzug. Unsere Gewohnheiten prägen unser Leben und offenbaren uns auch etwas davon, was uns wirklich wichtig ist. Denn es ist das eine Sache für richtig zu halten, sie zu bejahen, aber es ist eine andere, diese Sache auch wirklich zu tun. Im Leben sie umzusetzen. Und an dieser Stelle kommen wir genau zu dieser Herausforderung, zu dieser großen Herausforderung, zu der Problemstellung, die wir wahrscheinlich als Menschen alle kennen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass es uns so schwer fällt, gute neue Gewohnheiten einzuüben? Wie kommt es eigentlich dazu, dass es so schwer ist, obwohl wir doch eigentlich zutiefst davon überzeugt sind, dass es gut für uns ist, dass es uns helfen wird, dass es uns im Leben voranbringen wird. Aber es ist so schwer. Und wie kommt es andersrum auch dazu, dass es uns so schwer auch fällt, schlechte Gewohnheiten loszulassen? Obwohl wir doch davon zutiefst überzeugt sind und die Auswirkungen davon sehen in unserem Leben, dass es schlechte Gewohnheiten sind, dass sie uns nicht gut tun, dass sie uns nicht helfen. Aber diese dann loszulassen. Warum fällt es uns so schwer? Wisst ihr, wir sind nicht alleine mit diesem Problem. In der Bibel gibt es auch einige Stellen,
in denen dieses Problem geschildert wird. Ich möchte euch mal drei Verse mitgeben. Jesus sagt zu seinen schlafenden Jüngern im Garten Gethsemane, die er eigentlich aufgefordert hatte, mit ihm zu beten, mit ihm einzustehen in seinen herausforderndsten Zeiten, Matthäus 26, Vers 41. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Diese Diskrepanz zu merken, ich will, aber es fällt mir einfach total schwer. Paulus geht es ähnlich. Er schaut in sein eigenes Leben und stellt fest, ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, ich will es wirklich, was bei mir zustande kommt, ist aber das Böse. Es klappt doch immer wieder nicht. Immer wieder rutsche ich doch dahin, dass ich was anderes tue. Und auch Jakobus kennt das und sagt seinen Lesern seines Briefes, macht sie auf diese Diskrepanz aufmerksam und sagt, dass das eigentlich nicht zueinander passt und sagt, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Sonst betrügt ihr euch selbst. Es passt nicht zusammen. Es muss irgendwie in unserem Leben Anwendung finden, was wir für richtig halten, dass wir es nicht nur bejahen, sondern auch tun. Und ich glaube, dass wir alle dieses Problem kennen. Natürlich hat es erst einmal etwas damit zu tun, dass wir in einer unvollkommenen, in einer sündigen, in einer gefallenen Welt leben und dass wir selbst als Menschen auch sündige, gefallene Menschen sind, die sich halt nicht einfach nur so von sich aus selbst mit viel, viel, viel Disziplin komplett verändern können und selbst an dem eigenen Schopf aus dem Sumpf, in dem wir uns befinden, herausziehen können. Nein, das können wir von uns aus nicht. Wir haben nicht die Kraft, uns von Grund auf neu besser zu machen. Wir brauchen die erneuernde Kraft des Evangeliums in unserem Leben, die erneuernde Kraft der guten Nachricht von Jesus Christus, davon, dass der Heilige Geist in unserem Leben einzieht. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, der uns Stück für Stück verändert, uns verändert, uns zu einem neuen Menschen macht. Dazu zum Ende der Predigt noch ein wenig mehr. Wenn es aber ganz konkret auch um das Thema der Gewohnheiten geht, dann ist das aber auch so ein bisschen so wie in einem Dschungel oder in einem anderen dichten Wald. Vielleicht bist du mal in einem Dschungel gewesen, ich weiß nicht. Wir waren Anfang dieses Jahres mit einer kleinen Gruppe an den Andamanen, einer kleinen Inselgruppe, die zu Indien gehört, zwischen Indien und Thailand. Tropisches Klima, dichter Dschungel, wirklich dichter Dschungel. Wir sind da nicht groß tief in den Dschungel gewandert, aber wir sind viele Stunden lang auf einer Straße gefahren, die mitten durch den Dschungel geführt hat. Und das ist eigentlich nicht die Regel, wie man sich im Dschungel fortbewegt. Also mit dem Auto kommst du nicht weit, es sei denn, diese Straße ist ausgebaut und du kommst auch mit Offroad-Fahrzeugen im Dschungel nicht weit, sondern im Dschungel ist man in der Regel zu Fuß unterwegs, weil der Dschungel richtig dicht zugewachsen ist. Und wenn du da mittendrin bist in diesem Dschungel, dann siehst du nicht viel, außer grün. Vor dir, hinter dir, rechts und links, neben dir, oftmals auch über dir. Wir trafen dort auf den Andamanen Personen, die aus ganz kleinen Dörfern gekommen waren. Manche von ihnen mussten mehrere Kilometer durch den Dschungel gehen, über Dschungelpfade gehen, um in den nächsten Ort zu gelangen. Und wenn man so auf Dschungelpfaden unterwegs ist, dann kommt es wirklich, wirklich darauf an, ob man auf diesen Pfaden, auf denen man unterwegs sind, ob diese Pfade regelmäßig genutzt werden oder nicht regelmäßig. Wenn du nämlich versuchst, einen Pfad zu gehen, der schon sehr, sehr lange nicht genutzt wurde, dann ist es so, dass du da von dir aus nicht weit kommst. Überall vor dir, neben dir, überall sind Pflanzen. Da ist Dschungel halt, dichter Wald. Dann brauchst du eine Machete. Dann brauchst du eine Machete, um dir den Weg freizuschlagen. Oben, unten, da musst du Sachen aus dem Weg gehen. Unten, überall, du brauchst die Machete, um dir diesen Weg freizuschlagen durch den Dschungel. Und das ist anstrengend. Das kostet richtig viel Kraft und das dauert richtig lange. Das macht müde. Wenn du aber auf einem Pfad bist, der häufig genutzt wurde, der plattgetreten ist, wo Menschen ständig gehen, dann gehst du richtig schnell voran, weil alles
was im Weg ist, was diesen Dschungel so dicht macht, aus dem Weg geräumt wurde. Du gehst einfach da durch. Ganz normal. Viel, viel schneller. Und das ist der Clou mit Gewohnheiten. Wir alle neigen dazu, den Weg zu gehen, der den geringsten Widerstand bietet. Den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Wir bevorzugen alle die plattgetretenen Pfade, den Weg, den wir halt gewohnt sind. Und wir leben als Menschen in der Regel alle im Autopilotmodus. Wir gehen die Wege unbewusst, ohne zu hinterfragen, die Wege, die wir schon viele Male gegangen sind. Denn die bringen uns ja schneller voran. Und das ist an vielen Stellen sehr gut. Also morgens ziehen wir uns an. Wir putzen uns die Zähne, wir gehen in die Dusche. Wir fahren den Weg von der Arbeit nach Hause, ohne irgendwie das Navi anzuschalten, eine Karte auszupacken oder sonst etwas. Wir gehen es ganz automatisch, weil wir es gewohnt sind. Wir gehen sonntags in die Kirche zum Gottesdienst, wir beten vor dem Essen, wir lesen in der Bibel, wir machen vielleicht Familienandachten, weil wir es so gewöhnt sind. Und weil es eine gute Gewohnheit ist. Gute Gewohnheiten, die fest in unserem Leben verankert sind, sind wie so plattgetretene Pfade, die wir ganz selbstverständlich regelmäßig gehen. Es würde uns ein Vielfaches mehr an Energie kosten, wenn wir für gute Gewohnheiten jedes Mal diesen Pfad neu schlagen müssten. Das wäre sehr anstrengend. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Es funktioniert auch genauso mit schlechten Gewohnheiten. Diesen haben wir nämlich auch uns angewöhnt und denen folgen wir auch ganz normal im Autopilotmodus, weil wir sie so uns eingewöhnt haben. Die Gewohnheit vielleicht abends zu lange wach zu bleiben, weil die Serie ja doch so spannend ist und dann am nächsten Morgen nicht aus dem Bett zu kommen, ist vielleicht so ein plattgetretener Pfad in unserem Leben. Die Gewohnheit, vielleicht ständig zu einem ungesunden Snack zu greifen, kann etwas sein, was wir eigentlich so richtig loswerden wollen, aber doch so schwierig, weil es einfach ein plattgetretener Pfad ist, den wir halt ständig gehen. Die Gewohnheit, vielleicht auch in einer Gruppe ständig, vielleicht am Essenstisch zum Handy zu greifen und irgendwas nachzuschauen, kann etwas sein, was für uns so normal ist, aber eigentlich eine richtig schlechte Angewohnheit ist, weil es uns von den Menschen, mit denen wir zusammen sind, disconnected. Vielleicht auch die Gewohnheit, vor Problemen oder Entscheidungen einfach wegzulaufen, anstatt sie zu konfrontieren, kann etwas sein, was wir uns so antrainiert haben und was uns hindert, daran voranzukommen. Vielleicht auch die Gewohnheit, sich vor der Wahrheit zu drücken und sich immer irgendwie herauszureden, anstatt zuzugeben, dass man ja auch mal Unrecht hatte oder etwas falsch gemacht hat. Also das Problem ist, wir neigen dazu, den Weg zu gehen des geringsten Widerstandes. Wir bevorzugen plattgetretene Pfade, sei es gute Gewohnheiten oder schlechte Gewohnheiten. Das ist der eine Grund, warum es uns schwerfällt, gute neue Gewohnheiten einzuüben und warum es uns so schwerfällt, schlechte Gewohnheiten wieder loszuwerden. Und der zweite Grund ist der, dass es uns als Menschen in der Regel leichter fällt, den Weg zu gehen, der uns eine schnellere Belohnung beschert, anstatt den Weg zu gehen, der uns eine spätere, vielleicht größere Belohnung gibt. Unser Gehirn lässt sich nämlich trainieren. Vielleicht kennst du das auch. Unser Wecker klingelt. Morgens. Um 6, um 7, vielleicht um 5.30 Uhr, je nachdem, wann du aufstehst. Unser Wecker klingelt und weil es Wecker sind ja toll gemacht. Ich meine, heutzutage haben wir alles auf dem Handy, aber wenn du so einen schönen, großen Wecker hast, dann kannst du da einfach so im Schlaf so richtig schön draufhauen auf die Snooze-Taste. Und dann ist es die Routine vielleicht, in diesem Moment einfach noch ein bisschen länger zu schlafen. Wir erfahren in diesem Moment eine kurzfristige Belohnung. Wir schlafen noch ein bisschen. Aber 10 Minuten später klingelt der Wecker wieder und vielleicht haben wir es schon so eingeübt und wir drücken wieder drauf auf die Snooze-Taste. Die Snooze-Taste ist so ein echt guter Trainer, so ein richtig guter Trainer für diesen einen Moment, denn er gibt dir direkt eine Belohnung. Du kriegst noch ein bisschen mehr Schlaf in diesem Moment. Eine gute, kurzfristige Belohnung. Aber 30 oder 45 Minuten später stellen wir fest,
Das war wirklich nur so eine sehr kurzzeitige Belohnung. Das hat wirklich nicht viel gebracht. Dann sind wir auf einmal nämlich, wenn wir dann wirklich aufstehen, voll im Stress und der ganze Belohnungseffekt ist völlig verpufft, den wir vorher so ein bisschen hatten. Um den größeren Belohnungseffekt, nämlich ausgeruht in den Tag zu starten, ungestresst in den Tag zu starten, sind wir betrogen worden. Die schlechte Gewohnheit, die Snooze-Taste zu drücken, verspricht uns eine kurzfristige Belohnung, während die Belohnung für die gute Gewohnheit, sofort aufzustehen, etwas vielleicht größer ist, aber auf sich warten lässt. Und manchmal sieht das dann so aus, dass wir auf der Couch sitzen bleiben, anstatt irgendwie ein bisschen Sport zu machen. Das fühlt sich kurzfristig besser an, aber langfristig ist es nicht besser. Manchmal sieht das vielleicht dann so dazu aus, dass wir dazu neigen, etwas mehr zu essen, mehr zu trinken, als uns gut tut, weil in dem Moment fühlt es sich besser an, obwohl wir wissen, dass es längerfristig nicht gut ist. Andere kämpfen vielleicht damit, Dinge hinauszuschieben, anstatt Aufgaben zu erledigen, denn kurzfristig fühlt es sich angenehmer an. Deswegen neigen wir auch dazu, ganz grundsätzlich auf falsche Versprechungen von Sünde und Versuchung reinzufallen. Denn kurzfristig klingt das verlockender, einfach meinen Wünschen zu folgen, als Gottes Gebote zu befolgen. Das klingt in dem Moment einfacher, verlockender. Sei es Versuchungen materieller Art, sich vielleicht irgendwo unrechtmäßig zu bereichern, Versuchungen sexueller Art, außerhalb von Gottes Rahmen Sexualität auszuleben oder wenn es darum geht, irgendwie Macht nicht auf die rechte Art und Weise zu gebrauchen, zu missbrauchen. All das sind Versuchungen, die uns vielleicht kurzfristig verlocken, aber langfristig keine Belohnung geben. Warum fällt es uns so schwer, gute Gewohnheiten einzuüben und schlechte Gewohnheiten abzulegen? Erstens, Problem Nummer eins, wir neigen dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und Problem Nummer zwei, wir neigen den Weg zu gehen, der eine schnellere Belohnung verspricht, auch wenn sie kleiner ausfällt, anstatt den Weg zu gehen, der eine spätere, größere Belohnung uns gibt. Problem analysiert. Wir haben unser Problem erkannt. Das sind keine kleinen Gründe, das sind größere Herausforderungen. Und die Frage ist nun, ist es dennoch möglich, Gewohnheiten zu verändern, gute Gewohnheiten einzuüben, schlechte Gewohnheiten abzugeben? Ich möchte an dieser Stelle nicht viel vorweggreifen, denn in den nächsten zwei Predigten, nächste Woche und übernächste Woche, wird es genau darum gehen. Nächste Woche geht es darum, wie starte ich neue gute Gewohnheiten? Und in zwei Wochen geht es dann darum, wie beende ich schlechte Gewohnheiten. Und ich möchte dich wirklich einladen, voll dabei zu sein, dir diese Predigten anzuhören, hier sonntags dabei zu sein oder wenn du nicht dabei sein kannst, dir die Predigten online anzuschauen, weil es wichtig ist. Es geht um diese Gewohnheiten, was gute Gewohnheiten, was schlechte Gewohnheiten sind und wie wir sie starten und beenden können, was uns dabei helfen kann. Ich möchte aber heute uns eine grundsätzliche Perspektive aufzeigen, die uns die Bibel gibt zu diesem Thema, die uns besonders das Neue Testament gibt und die uns zeigt, ja, es ist möglich. Wir können unsere Gewohnheiten verändern. Es ist nicht nur möglich, sondern es ist auch das, was Gott in uns wirken möchte. Woran er ein großes Interesse hat, uns zu verändern. Die gute Nachricht des Evangeliums, die gute Nachricht von Jesus Christus, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, dass er auferstanden ist, dass er regiert. Diese gute Nachricht beinhaltet nicht nur, dass du so angenommen bist, wie du bist, dass du keine Voraussetzungen brauchst, um zu Jesus zu kommen. Das ist vollkommen wahr. Du musst nicht irgendwie noch erstmal ein besonderer Mensch sein, irgendwas leisten, um zu Jesus zu kommen. Du bist angenommen, so wie du bist. Vollkommen. Aber die gute Nachricht von Jesus, des Evangeliums, ist auch die, dass Jesus, wenn er in deinem Leben Einzug bekommt, wenn du an ihn glaubst, dich Stück für Stück verändern möchte. Dass in dir etwas Neues entstanden ist, etwas ganz Neues begonnen hat und dass Jesus mit dem Heiligen Geist in deinem Leben dich zu mehr und mehr in sein Bild verwandelt.
2. Korinther 5, Vers 17 sagt uns, darum ist jemand in Christus, glaubt jemand an Jesus Christus, so ist er eine neue Kreatur. Er ist eine neue Schöpfung. Es ist etwas Neues in dieser Person entstanden. Gott hat in unserem Leben Einzug gehalten. Er regiert in unserem Leben und er verändert uns Stück für Stück. Das Alte ist vergangen. Es wurde beerdigt. Etwas Neues ist geworden. Etwas Neues hat begonnen. Und die bessere Übersetzung für die Zeitform im Griechischen ist eigentlich, etwas Neues hat begonnen. Hier ist etwas Neues entstanden, das sich Bahn bricht, was mehr und mehr Gestalt gewinnt. Deswegen schreibt Paulus auch in Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommen. In dem Moment, in dem wir beginnen, an Jesus zu Christus zu glauben, beginnt etwas Neues in unserem Leben. Der Heilige Geist zieht in unserem Leben ein und Gott beginnt, unser Leben umzukrempeln. Manches geschieht recht schnell, anderes braucht Zeit. Aber dadurch, dass wir in unserem Leben ein neues Ziel und neue Werte haben, nämlich die Dinge, die Gott auch wirklich wichtig sind, bekommt unser Leben eine neue Ausrichtung. Und diese neue Ausrichtung zeigt sich auch in unserer Lebensführung. Ja, ganz konkret in unseren Gewohnheiten findet sie Ausdruck. Das ist ein lebenslanger Prozess. Ein Prozess der Umgestaltung in die Jesus-Ähnlichkeit. Ein Prozess von vielen kleinen Schritten. Der Veränderung von vielen kleinen Gewohnheiten. Der Einübung von guten Gewohnheiten und des Loslassens von schlechten Gewohnheiten. Häufig sind diese Gewohnheiten etwas unscheinbar. Man merkt sie gar nicht so richtig. Aber am Ende geben sie ein großes Gesamtbild ab. Und deswegen ist es so wichtig, da in unser eigenes Leben hineinzuschauen und sich Gedanken zu machen, wie es eigentlich mit unseren Gewohnheiten angeht. Und um das an einem ganz konkreten Beispiel zu veranschaulichen, wie das so mit den Gewohnheiten funktioniert, möchte ich Robin nach vorne bitten. Robin ist nämlich jemand, der sich Gedanken darüber macht, sehr aktiv, wie er ganz konkret im Alltag Jesus ähnlicher werden kann. Robin leitet zusammen mit seiner Frau Anja die Connection-Arbeit hier vor Ort in Bonn und er ist auch Leiter des Schritt-für-Schritt-Kurses, auch gemeinsam mit Anja und wir sind auch gute Freunde. Und ich habe bei Robin etwas gesehen, eine Gewohnheit gesehen, die mich fasziniert hat, wo ich auch für mich gesagt habe, davon kann ich noch einiges lernen, wie auch in vielen anderen Bereichen, aber ganz konkret auch in diesem Fall. Und Robin ist jemand, der wirklich immer, würde ich sagen, du sagst fast immer, mitschreibt. Robin macht sich bei jeder Gelegenheit Notizen, hier im Gottesdienst. Wenn wir uns treffen, uns austauschen. Bei Meetings und bei jeder anderen Gelegenheit. Und ich möchte Robin kurz drei Fragen stellen. Robin, wie bist du zu dieser Gewohnheit gekommen, des Mitschreibens? Und wie ging es dir dabei, diese zu etablieren? Ja, ich habe durch Freunde tatsächlich angefangen, als ich Student war bei Connection selber in meinem Studium, die das gemacht haben und auch erklärt haben, warum die das gemacht haben, weil es einfach so ist, dass man sehr, sehr viel vergisst. Und dann habe ich darüber nachgedacht und gemerkt, das geht mir auch so. Ich vergesse so viel, dass ich nach 1, 2, 3 Tagen, lass es mal sein, nach einer Predigt schon gar nicht mehr genau sagen kann, wenn du mich fragst, was war denn jetzt genau der Inhalt? Was hast du für dich mitgenommen? Und und das war dann, wo ich dachte, ach cool, okay, Notizbuch ist jetzt nicht so teuer und Handy hat man heutzutage auch dabei, also eins von beiden mitzunehmen ist gar kein Problem. Und das waren so die ersten Schritte. Wie ging es dir dabei, die zu etablieren, diese Gewohnheit? Genau, was geholfen hat, man vergisst es natürlich auch am Anfang mal oder überlegt sich, was schreibe ich rein? War zum einen Tipps von anderen und zum anderen, gucken, okay, hat man vergessen, nächsten Tag nimmt man es wieder mit und
schreibt auf, was ist der Gedanke da drin. Ich schreibe mir einen Titel zum Beispiel auf von der Predigt und dann so ein paar Kerngedanken. Warum ganz konkret, du hast es schon ein bisschen angedeutet, machst du das wirklich? Ja, ich merke einfach, es gibt so viele Sachen, die Gott mich noch lernen will und zeigen will. Und das motiviert mich dann am Ende zu sagen, okay, ja, ich will das auch nicht vergessen, was Gott mir zeigt oder was, wenn du mir was weitergibst, du hast echt viel Erfahrung über Dienst. Und ich merke dann immer, boah, das sind voll die guten Gedanken, aber dann 5 Tage später, die dann noch zu wissen, dafür hilft tatsächlich dann das aufzuschreiben oder, also das hilft schon mal, das zu erinnern, oder dann, selbst wenn ich es dann doch teilweise vergessen sollte, kann ich nachgucken und gucken, okay, ah, das war voll der gute Rat, so kann ich das umsetzen. Cool. Letzte Frage. Welche Auswirkungen hast du durch diese Gewohnheit in deinem Leben festgestellt? Ich merke, dass ich besser zu einer Anwendung komme. Also gerade dieses Aufschreiben von einer Anwendung oder einer Sache, die Gott dir zeigt, das hilft mir viel besser, Sachen in meinem Alltag zu integrieren und nicht schnell zu vergessen. Und ich kann auch später zurückgehen, nochmal reflektieren oder sehe, okay, ah, hier ist ein toller Vers, den Gott mir mal gezeigt hat oder ein konkretes Gebetsanliegen. Das sind auch so Sachen, die ich echt furchtbar schnell vergesse, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn ich mir das dann aufschreibe, dann, sobald ich die Person wieder sehe, spätestens dann erinnere ich mich dran. Sehr gut. Vielen Dank dir. Und einen kleinen Applaus für Robin. Eine ganz kleine, einfache Gewohnheit, die aber Robin viel dabei hilft, Jesus ähnlicher zu werden. Nämlich einfach die Dinge, die er erkennt, umzusetzen. Ein kleines Hilfsmittel dabei. Eine gute Gewohnheit. Und was ich feststelle bei Robin, dass diejenigen, die bei Connection sind, die Studierenden, auch an vielen Stellen anfangen mitzuschreiben und diese Gewohnheit auch in ihrem Leben zu etablieren. Es trägt also weiterhin auch Früchte. Eine kleine Gewohnheit, die am Ende einen großen Unterschied machen kann. Heute gehört sie ganz selbstverständlich dazu. Am Anfang stand bei Robin die Selbstreflexion. Und dazu möchte ich dich auch heute am Ende dieser Predigt einladen. In eine kleine Selbstreflexion. Wisst ihr, das Phänomen von zugewachsenen Wanderpfaden, das gibt es nicht nur im Dschungel, sondern auch in der Eifel. Als wir letztes Jahr beim Sommercamp waren, mit den Teens und mit den Kids dort, sind wir wandern gewesen. Und wir hatten so eine Karte, eine Wanderkarte, weil in der Eifel das GPS und das Internet nicht immer überall so gut funktioniert. Haben wir oldschool eine Wanderkarte da gehabt. Und wir gingen wandern und in den meisten Fällen hat uns diese Wanderkarte sehr gut zum Ziel gebracht. Aber es gab die ein oder anderen Pfad, wo das dann doch nicht funktioniert hat. Da war auf einmal ein Baum heruntergefallen, hatte den Weg zugemacht. Da war der Pfad irgendwie zugewachsen gewesen. Das Phänomen gibt es also nicht nur dort. Aber ich möchte dich mal einladen, dir heute mal Zeit zu nehmen, deine Wanderkarte für dein Leben, die Wanderkarte deiner Gewohnheiten in deinem Leben, wo die ganzen Pfade eingezeichnet sind, in deinem Leben zu reflektieren und vielleicht auch zu erneuern. 3 Fragen, die dir dabei helfen können, dabei. Welche guten Gewohnheiten hast du in deinem Leben etabliert, die dich darin fördern, Jesus ähnlicher zu werden? Wo sind die guten, zielführenden Wanderpfade gut ausgetreten, die dich wirklich ans Ziel bringen? Wo das nicht einfach nur so ein Pfad ist, wo du immer wieder dann doch die Machete benutzen musst, sondern wirklich gut ausgetretene Wanderpfade, die dich schnell ans Ziel bringen. Welche Gewohnheiten, die zweitens, siehst du aber auch in deinem Leben, die ganz und gar nicht förderlich sind, die wo ganz anders hinführen, nicht Richtung Jesus Ähnlichkeit? Wo sind die schlechten Gewohnheiten in deinem Leben, mit denen du besser brechen solltest? Wo würde es besser sein, wo wäre es an der Zeit, diese Pfade einfach mal zuwuchern zu lassen? Und drittens, an welchen Stellen wäre es dran, neue, gute Gewohnheiten zu etablieren? Wo ist es an der Zeit, mal zur Machete zu greifen und so einen neuen Wanderpfad einzuschlagen? Weil du einfach merkst, das wird mich voranbringen, das wird mir helfen, dabei Jesus ähnlicher zu werden, eine neue, gute Gewohnheit
in deinem Leben zu etablieren. Ich möchte dir eine Minute, anderthalb vielleicht Zeit geben, jetzt in diesem Moment kurz darüber nachzudenken, darüber ins Nachdenken zu kommen. Aber belass es nicht bei dieser Minute, sondern ich lade dich wirklich ein, heute dir mal ein bisschen mehr darüber Zeit zu nehmen. Vielleicht abends, wenn alles ruhig geworden ist, darüber ins Nachdenken zu kommen. Und so vorbereitet in die nächsten Predigten hineinzugehen. Mach dir ein Foto vielleicht davon und komm darüber ins Nachdenken. Gottes Segen dir dabei.